So, meine Lieben. Es hat sich hier ein bisschen was getan. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Diejenigen, die jetzt hier im Livestream hocken und so weiter. Ihr müsst warten bis Freitag, bis die Folge rauskommt. Dann seht ihr, was hier passiert ist. Weil ich habe gestern noch ein bisschen umgebaut, ein bisschen rumgemacht, ein bisschen gewerkelt, bisschen gefixt und bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wir haben jetzt erstmal die Fertigungsstraße soweit stehen. Das Ganze muss jetzt noch dann irgendwann an eine Item-Autobahn angeschlossen werden. Dafür werde ich hier im Untergrund ein dreistöckiges Netz anlegen, wo dann die Items verteilt werden an die jeweiligen Stationen, wo sie hinkommen sollen. So der Plan, aber dafür müssen wir heute erstmal hier die Fertigungsstrecke fürs Brennen machen. Weil ich muss ja wissen, wo kommt das Item rein und wo geht das Item wieder raus. Das habe ich heute vor. Und was ich auch in der Aufnahme vergessen hatte, das hatte ich eigentlich vor, aber ich habe es jetzt mal schnell gemacht und natürlich vergessen aufzunehmen. Ich bin ein schlauer Mensch. Ich habe die Baumfarm vergrößert. Ich muss sie nur noch neu einrahmen, aber der Stein hier gefällt mir nicht, deswegen kommt da was Neues rein. Und habe jetzt mal ein bisschen Mischwald gemacht, also ein bisschen Oak und ein bisschen Fichtenholz. Und das ballert gut durch. Das Einzige, was ich noch machen muss, was jetzt aktuell nicht schlimm ist, weil die Spruce Saplings, die werden jetzt aktuell nicht rausgefiltert. Ja, das ist ja nur die Itemstraße für Sticks, Oak Saplings und Äpfel. Die latschen halt hier ins Feuer rein und ja, dann verbrennen sie halt, ne? Also der Plan für heute ist, dass hier schnell die Filterstraße einrichten für die Spruce Saplings. Und da oben dann die Fabrik aufbauen oder planen, vor allem für das Brennen. Also wirklich alles, was mit Lava und Feuer zu tun hat, kommt hier rein. Wir haben noch mehr, wir haben noch mehr, wir haben noch viel, viel mehr. Zum einen habe ich hier ein neues Backpack bekommen. Der Lapis Traveler Backpack. Der hat jetzt nichts Besonderes, außer dass ich noch ein Diamond Sword bekommen habe und ich habe hier ein Schlafsack mit drin. Was ich auch schon vorbereitet habe. Ich habe mich für einen Stein entschlossen, den ich nehmen möchte für diese Fabrik. Und Hi-Ho Red, grüße dir. Also den habe ich hier geplant, den Pearl Long Bricks. Weil das ist erstens ein Mod und zweitens Create Block. Und ja, wir spielen Create, also nehmen wir auch Create Sachen dazu für den Create, um zu bauen. Survival muss ein bisschen warten. Die Maschine habe ich übrigens noch ein bisschen hochgedreht. Wir sind jetzt auf 256, also wir sind auf Volllast. Da drüben habe ich das Mahlwerk auch angeschlossen. Das sind wir jetzt aktuell auf 192. Und jetzt könnt ihr mal kurz schätzen, wie viel Energie wir verbrauchen. Tada! Wir verbrauchen gerade mal 8%. Also dieses Werk hier hat noch genug Kapazität übrig, eigentlich, um das Werk da drüben und das Werk da unten mit zu übernehmen. Aber mein Plan ist, das nur als Backup einzubauen. Also wirklich für den Fall, dass irgendwo eine Maschine ausfällt, möchte ich schauen, dass ich das irgendwie einrichten kann, dass eine andere Maschine automatisch irgendwie einspringt und die Energieversorgung trotzdem gewährleistet ist. Und dann brauchen wir hier noch einen Tunnel. Zack. Da lassen wir hier den Filter. Dann kriegen wir den nämlich auch noch mal auf die Seite. Das ist ganz praktisch, weil dann haben wir genug da. Und jetzt brauchen wir noch einen Anschluss. So. Dafür einfach einen Shaft hier rein. So. Olli, olli. Fertig ist das Hexenwerk.
Und das ist jetzt nur Zwischenspeicher, bis ich dann weiß, wie ich was wo verteile. Das ist so der Plan. Und da möchte ich eigentlich noch schauen, dass wir hier die Geschwindigkeit hochdrehen. Machen wir das heute noch? Nee, oder? Naja, müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Aber wir kriegen aktuell, ihr seht es, also Holzkohle haben wir, ich glaube, mehr als genug. Wir sind auch am Maximum angelangt. Gott. Wir produzieren zu viel. Wir produzieren so viel Holzkohle. Das geht schon gar nicht mehr ins System rein. Das heißt, wir müssen echt schauen, dass wir hier die Produktion am Laufen halten. Ein Chaos hier. So, jetzt. Jetzt müssen wir nur noch die Energie umleiten. So. Okay. Bin sofort für euch da. Ich muss nur schauen, dass meine Energie jetzt läuft. Und wenn die läuft, dann bin ich happy und zufrieden. Aber da muss ich jetzt noch schnell schauen, dass das richtig und sauber über die Bühne geht. Ja, das ist das Problem. Ich komme hier nicht ran. So, jetzt sicherheitshalber gleich stackweise rausballern. Da müssen wir jetzt mal hochdrehen. Auf 64. So. Jetzt. Das Laufband auf der Geschwindigkeit ist einfach nicht mehr menschenfreundlich. So, jetzt haben wir 147.000 SU mit 9 Engines. Und wir kriegen aktuell immer noch nicht genug Wasser her. Kann ich gar nicht verstehen. Die laufen auf 512 SU. Die auch. Die laufen auch auf 512 SU. Und sie pumpen, pumpen, pumpen. Und hier kommt irgendwie kein Wasser an. Da haben wir wieder den Scheiß. Nein, 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 nein. Deswegen kommt nicht genug Wasser an. Jetzt haben wir vorher Kelp rein. Haben sichergestellt, dass das eine Infinity Source ist. Und er hat es geschafft, das Ding kaputt zu machen. Einfach durch Wasser anziehen. Das ist ein bisschen buggy. Geht doch. Das Spiel will mich mobben. Das im großen Stil. So, aber jetzt. Ja, geht doch. Geschafft. Endlich. Er hat mir wieder die Water Source kaputt gemacht und ja, aber jetzt läuft er auf voller Saftreichweite mit voller Size, Full Water und die Hitze kriegen wir auch noch hin. Nice. Das ist wie bei mir, nur am Pumpen und nichts kommt an. Nee, normalerweise hätte er hier das Wasser nicht aus dieser Form schmeißen sollen, weil ich vorher sichergestellt habe, dass da eine Infinity Source ist. Aber jetzt weiß ich, dass ich links und rechts von der Pumpe immer einen Block Wasser haben muss, ansonsten saugt er mir die Infinity Water Source ab. Alles klar. So. Ja. Jetzt würde ich sagen, brauche ich noch schnell Brass Tunnel drauf. Achso, nee, kann ich ja nicht. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Wenn ich jetzt die Brass Tunnel da hinstelle, dann wird das nichts. Das heißt, ich habe irgendein Wirrwarr an Produktionen. Ha. Gott, ist zum Glück ist es mir jetzt aufgefallen. So, weil das Problem ist, ne, wenn ich hier filter, dann ja,
blockiere ich quasi den Strom. Das heißt, es läuft zwar hier rein, aber wenn es hier durchläuft, dann, ja, dann ist es durch. Und das bringt mir nichts. Das heißt, entweder ich befeuere es von der Seite, muss es von der Seite befeuern. Das hilft mir alles nichts. Ja, ich muss es von der Seite befeuern. So aufbauen. Weil die sind ja eigentlich ziemlich mittig. Und dann ein Item immer noch drauf droppen. Ja, Gott. Dann wissen wir, wie wir das schützen. Dann ist egal, wie stark die Power ist. Ja. Gut. Okay. Okay, perfekt. So, dann geben wir mal so ein Andesite Casing. Dann kann ich das wieder einpacken, dass es einfach schön ausschaut. Wichtig. Dann setzen wir hier einfach eins drauf. Und dann sieht man das auch von da vorne nicht so. So. Symmetrie. Symmetrie ist wichtig. Und wenn man jetzt hier vorne steht und da jetzt noch eine Wand davor ist, dann sieht man das nicht. Nice. So. Wunderschön. Husten alle raus. Ich kann hier weder hüpfen noch irgendwas. Und hier vorne machen wir einfach Andesite Casing drauf, wenn ich es finde. Sieht schön aus und ich könnte hier immer noch überall Energie abzapfen, wenn ich es denn brauche. Ja, wir setzen einfach hier statt den beiden einfach zwei Zahnräder. So. Erledigt. Et voilà. Wir haben eine schöne funktionierende Bratoption. Und da hauen wir jetzt dann die Brass-Tunnel drauf. Und die geben dann in die entsprechende Bahn ab. Und da wird produziert. So, was passiert, wenn wir hier durchlaufen eigentlich? Okay. Auf den einen verbrennen wir, auf den anderen sehen wir nichts mehr. So, wir stellen einen stackweise. Das hoffen wir mal. Ja, das reicht nicht. Wir müssen mal kurz das ganze System blockieren. Ich brauche nämlich einen Soul Sand. Ich brauche einen Filter. So. Wenn jetzt alles richtig eingestellt ist, dann läuft hier Soul Sand rein. Und es darf nur Soul Sand rein. Also der Sand bleibt hier jetzt dann stehen, bis er durch ist. Wunderbar. Fahren den jetzt nochmal aus, weil der steht ein zu weit hinten. Wird der jetzt da noch umgearbeitet? Weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Deswegen ist das Schöne beim Brass-Tunnel, den kannst du hier noch ausfahren. Dann erreicht das Feuer auf jeden Fall. Ich habe den nämlich eins zu weit vorne gestellt. Mal schauen, ob wir hier ein Problem kriegen. Das geht noch vorbei. Ja, gut. Filter ist gesetzt. So, schon 2000 Soul Sand. So. Okay, dann gehen wir mal auf Auslaster. Jetzt. Ja, ihr seht, das Ding hat Speed drauf.
Da haut's dich komplett durch die Gegend. Aber es hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Durability, also mit der Durability ist ja schon, mit der Umwandelzeit von dem Block zu tun. Oder? Es wird halt schnell transportiert. Ob jetzt die Stärke, wie das Feuer auf das Objekt geschossen wird, hat, glaube ich, keine Auswirkung darauf, wie schnell sich das umwandelt. So, und den Sand, wenn wir jetzt umgearbeitet haben, könnten wir ihn jetzt waschen. Wenn wir so sind, nämlich waschen, haben wir eine 12%ige Chance, Netherquartz zu bekommen und als Neben, also 4 Stück, als Nebenprodukt kriegen wir auch nochmal Goldnuggets raus. Und das, deswegen mache ich das Ganze. Und das Ganze, was wir hier machen oder hier gemacht haben, müssen wir jetzt quasi nochmal spiegeln. Aber wir können das Ganze vielleicht sogar schmäler machen, weil wir das Ganze machen wir jetzt nochmal mit Lava. Das ganze Ding hier können wir dann quasi auch ummünzen aufs Waschen. Also, das war jetzt quasi einmal Rohbau. Und dieses Konstrukt kannst du jetzt für Lava verwenden, das kannst du fürs Waschen verwenden. Das ist 1:1 spiegelbar. Das Einzige, was hier die Besonderheit ist, du hast einmal Soul Fire und einmal normales Fire. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten kannst du dieses Konzept 1:1 auf jedes weitere Produkt einwenden. Einwenden, anwenden, mein Deutsch.